Ding. Moin Leute, willkommen zurück zu Northern Lights. Ja, Leute, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe gerade nicht aufgenommen. Bin gerade schon bestimmt eine Viertelstunde oder 20 Minuten schon in Gang. Ich habe quasi eine Folge schon jetzt gemacht. Und ich bin jetzt hier gelandet. Wir sind hier im Fischereihafen los, ne? Und jetzt geht es ja darum, dass ich Teile finde, um das Schiff zu reparieren. Haben wir ja beim letzten Mal festgestellt. Und nun geht es darum, dass ich hier erkunden muss. Und ich suche gerade die Werkstatt. Und ich bin durch Zufall hier an so einem Fluss auf so ein kleines, ja, nebenan vom Tramper errichteten kleinen Dörfchen hier drauf gestoßen. Unter anderem sind hier Schlafplätze. Ein Buch, was man lesen kann, habe ich hier gefunden. Und einen netten Schlafplatz. Und das werden wir einmal kurz nutzen, weil, wie wir sehen, ich habe die ganze Nacht habe ich hier schon durchgeackert, wie irre. Und wir wollen uns hier mal ein bisschen erholen. Guck mal, ich kriege langsam Hunger. Der Hunger haut rein. Und das Feuer ist wieder ausgegangen. Ich hätte gerade aufstehen sollen rechtzeitig. Jetzt muss ich nochmal Feuer anmachen. Es ist auch immer nicht so einfach. Ich sag's euch. Da muss ich wieder mehr Stöcker sammeln gleich. So, wir machen erstmal Feuer an, dass wir wieder warm werden. Und dann machen wir uns hier ein bisschen was zu trinken fertig. Ganz altmodische Art und Weise, ne? Einfach trinken machen. Und da machen wir machen uns gleich schön Pasta. Pasta, das ballern wir uns rein. Wer macht das nicht gerne? Ich esse gerne sowas. Ich kann mir sowas geben. Ich höre zwar immer, jetzt höre ich Wolfsgeheul und Bären grummeln. Ich weiß nicht, ob das was Gutes ist oder nicht, aber so ein bisschen unwohl fühle ich mich dann schon immer. Looks tasty. Looks tasty, sag ich mir. Das lookt aber richtig tasty. So. Dann haben wir jetzt noch. Können wir noch eine Kleinigkeit futtern nebenbei. Was essen wir denn noch hier? Militärisches getrocknete Früchte. Komm, ich glaube, die sind gut. Die kann man sich immer gut geben. So. Und ich glaube, dann sind wir jetzt. Ja, guckt euch das an. Wunderbar. So müssen wir drauf sein. So muss es gehen. Die Uhrzeit übrigens auch. 11 Uhr. Ideale Zeit zum Aufstehen, würde ich sagen. Kann ich mir geben. Ganz ehrlich. Das ist was für mich. So. Das heißt, wir sind jetzt aber auch wieder abfahrbereit. Ne? Wie gesagt, hier sind wir jetzt gerade. So. Das ist unsere Map. Hier unten sind wir. Und wir werden hier etwas weiter gucken, was uns hier erwartet, was wir hier finden können. Und wohin das geht. Übrigens sind hier auch noch Trockenständer. Hier ist noch ein Pfeil, ein Bogen meine ich. Und verschiedene Betten. Und ja, zwei Wolfspelze. Da kann man sich richtig coole Sachen basteln auch noch. Getrocknete Wolfspelze schon. Und diese Trockenständer sind auch da. Also schöne Ecke eigentlich. Schöne Ecke. Kann man sich geben. Ich würde ja gerne da einziehen gleich, aber... Aber naja. Man kann ja nicht alles haben. Okay. Und nun machen wir uns weiter auf den Weg. Auf den gefährlichen Weg hier entlang. Ach, da ist dieser Fluss. Warte. Der war schon auf der anderen Seite vom See. Oh nein, nicht schon wieder. Moment. Geht der jetzt bis zum Meer? Ja, Tatsache. Das heißt, wir müssen jetzt einen Weg finden, wie wir über den See kommen mit dem Mobil. Weil ich gehe hier garantiert nicht zu Fuß weiter, oder? Das ist nix. Also das mache ich nicht. Ich gehe nicht zu Fuß weiter. Fahr mal rückwärts, geht nicht. Vorwärts? Geht auch nicht. Hä? Komm, stell dich nicht so an. Rechte Maustaste drücken. So ist gut. Auch gleich in die richtige Richtung. So, dann fahren wir hier am Fluss hoch. Irgendwo muss ja ein Übergang sein. Und meistens, wenn da ein Übergang ist, gibt es da auch irgendwo einen Fußweg oder sowas.
Ja. Oh, warte, warte, warte. Jetzt bin ich aber leicht angefressen. Das heißt, hier komme ich nicht rüber. Oh, ich weiß, oberhalb des Sees ist auch, geht der Fluss weiter. Oh. Warum? Warum fährt er rückwärts? Was war das? Warum? Okay, kommt, Leute. Wir müssen einmal um den See rum. Oh. Dann kommen wir gleich wieder an unserem... Da ist das Dorf. Kommen wir gleich dran vorbei einmal. Hallo, Dorf. Haben wir noch mal reingeschaut in die gute alte Stube. Nicht ins Wasser fahren, das macht, das nervt. Das wollen wir nicht. Ja, die Rehe gehen hier baden und trinken. Ist auch schön und gut, so soll das auch sein. Und ich fahre hier mit Vollgas einfach um die Kiste rum. Oh yeah. So, und hier haben wir den anderen Fluss auf der anderen Seite. Wird schon mal langsamer. Da müssen wir jetzt einen Übergang finden. Dass man über den Fluss setzen kann hier. Da wird es ja wohl irgendwo eine Brücke geben oder so. Da hinten ist sie. Mann, bin ich gut. Warum ist hier genau vor der Brücke ein Baum? Wer baut denn sowas bitte? Sind doch alle nicht mehr ganz fit, ey. So, stopp mal. Die Zeit müssen wir uns nehmen. Hier nochmal gucken. Hier oben ist dieser komische Aussichtsturm. Ja, und sonst ist hier nichts. Okay, aber wenn wir jetzt geradeaus weiterfahren... Ups, wollte ich gar nicht. So, das wollte ich. Wir sollten hier augenblicklich gleich irgendwas finden. Irgendwas war hier. Ich weiß nur nicht mehr was. Bam, 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 bam. Am besten einmal auf den Berg hier rauf. Dann haben wir bestimmt einen guten Ausblick auf die Gegend. Da. Ein bisschen gucken hat noch niemanden geschadet. Das ist der See, da waren wir gerade. Da hinten muss das. Da ist das Dorf, da mit den Zelten, die drei. Sonst habe ich hier nichts. Naja. Okay. Ein kleines Stückchen weiter. Oh. Oh ja. Ich sehe nichts. Ich würde gerne noch so ein Stückchen an der Küste gucken. Weil man sich da so schön orientieren kann. Oh. Na, fahr weiter hier. Ja, Leute, was soll ich sagen? Das sieht alles nicht so schön aus. Ich habe gehofft, hier ist noch mehr, aber irgendwie ist hier nichts.
Irgendwie ist hier nichts. Ja, ist auch nichts. Huch. ja, nee. So, und ich bin jetzt hier unten. Ich könnte natürlich in die Landzunge noch ein Stück reinfahren. Komm, das machen wir auch. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Ich weiß, ist nicht meine Main-Aufgabe. Ich wollte jetzt einfach die Hütten, die Orte schon abklappern, die ich kenne. Aber ich finde, man muss immer auch das machen. Man muss sich auch immer ein bisschen wehren. Man muss auch immer so ein bisschen das machen, was man vielleicht nicht machen sollte. Oder man muss nicht immer das Klügste machen, so meine ich das. Man kann auch sich einfach mal der Nase nachfolgen lassen und mal gucken, wo einen das hinführt. Manchmal ist ja gar nicht blöd, wenn man einfach mal was anders macht als normal. Das kann hin und wieder auch mal zu guten, tollen Resultaten führen. Und dann findet man auf einmal etwas, wo man noch gar nicht wusste, dass man das überhaupt vermisst. Aber dieser Weg sieht mir aus wie ein Irrweg. Dennoch fahre ich mit Vollgas weiter. Ab in den Abgrund. Hier ist wirklich nichts. Oh, ich kann mich noch an die erste Zeit. Ich habe gerade kurz so ein Stück Birkenrinde gesehen. Dann habe ich mich an die ersten Folgen zurückerinnert und gedacht, oh Mann. Wie naiv war ich da noch. Da habe ich noch gedacht, das braucht man irgendwie. Bis ich dann realisiert habe, dass an jeder Ecke hier Feuerzeuge rumliegen. Und man doch eigentlich mit seinem Mobil hier durch die Gegend brettern muss. Und dann wird alles gut. Alles wird gut. Man muss es nur wollen. Da ist auch nichts. Meine Herren. Was eine Erkundungstour heute, oder? Finde ich aber auch mal schön. Dass man da noch mal ein bisschen... Ich glaube, in der Ecke war ich auch noch nicht wirklich. Ich habe hier noch nichts erkundet, so richtig. Oh, warte mal, ist hier was? Nee, alles nur... Oh. Ich fahre auch gegen so einen kleinen Ast, der aus dem Boden kommt. Und wer bleibt stehen? Der Ast. Und ich fall um. Also gut, ich fall nicht wirklich um, aber trotzdem, ihr wisst, also, ne, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ich um meine Sorgen hier. So, ich glaube, jetzt sind wir aus der Landzunge wieder draußen so ein bisschen. Ich gucke hier nochmal mit meinem Fernglas runter, ob ich hier irgendwas erkenne, aber... Still not. Hier bin ich jetzt. Oh, ich mit meiner komischen Markierung. So. Das heißt, wir fahren jetzt Richtung Norden. Norden ist... da lang? Ja gut, hier lang ist Norden, an der Wasserzunge lang. Und wir wollen nach Nordosten. Ja, Nordosten wäre dann... Ups, falsche Taste. Nochmal falsche Taste. Komm, jetzt aber. Hier. Nordosten, das ist so. Hier lang wollen wir. Da. In die Richtung. Zwischen der Wolke und den Bergen dann. Oder die anderen Wolken. Weiß ich nicht. Okay. Genau in die Richtung. Dann müssen wir ungefähr dahin kommen, wo wir hin wollen. Vielleicht sollte ich nicht so am Gebirgshang entlang fahren. Aber who cares? Einmal Vollgas durchbrettern durch die Schneewüste hier. Oh, guck mal, ich fange schon an zu frieren hier. Wenn das mal kein gutes Zeichen ist. Kein schlechtes. Also irgendein Zeichen ist das schon. Egal ob gut oder schlecht, es ist ein Zeichen. Das muss reichen. Oh, oh. Oh. Alter, ein Glück kann das Schneemobil nicht kaputt gehen. Das wäre schon dreimal auseinander oder viermal oder zehnmal auseinander geflogen, keine Ahnung. Auf jeden Fall mehrmals.
Ja, da hört man schon meine Problematik. Ich bin hier am Frösteln. Und ich sehe es schon. Nee, ich sehe hier gar nichts. Ich dachte gerade, ich sehe irgendeine Art Wachturm. Oder ein Gebäude, aber das ist nur Berg hier, oder? Nee, das sind Gebäude. Und ein Kran. War ich hier schon? Das ist doch nicht die Werkstatt. Ach, die Kohlemine. Ich erinnere mich. Ah, das ist die Kohlemine. Leute, die habe ich ja ganz verdrängt. So, wir machen einmal kurz hier Ofen an, erstmal. Erstmal Ofen an. Oh, kann ich auch einen Knochen als Zunder nehmen? Nee. Das Buch. Aber ich kann das Buch ernten. Und dann kann ich die Papierschnipsel nehmen. Ja. Ja, ich weiß auch, wie das geht. Aber lass ich mir noch nichts vormachen hier. So, machen wir erstmal ein Glückchen Wasser. Kann ich das Reiszeug gleich da reinpacken? Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. War hier nicht auch der Ort, wo ich ein Stück Karte vergessen hatte oder so? Ich war der Meinung, irgendwas war hier. Irgendwas hatte ich hier vergessen. Antibiotika, Schmerzmittel. Kann ich doch mit allem jetzt getrocknete Früchte. Yam, yam. So. Hier auch keine Karte. Ja, warum weiß ich das nicht mehr, Leute? Hier muss doch irgendwo... Irgendwas war doch hier. Irgendwas hatte ich hier vergessen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe ganz wenig Stöcker nur noch, Leute. Ich glaube, das ist nicht gut. Oh. Schweinefleisch und Dosen. Jam, jam. Apropos, wenn ich mal schon mal hier bin. Wenn ich gerade was von Dosen höre. Weg mir die Dosen hier. So. Okay, wir können ja noch mal ganz kurz gucken. Erstmal brauche ich eh ein paar Stöckchen. Dann gucken wir hier noch mal rein. Ein Seil. Noch ein Seil. Das Seil bringt uns ja nicht viel. Ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Das ist nicht gerade das, was uns irgendwie viel bringt. So, bei den Autos war auch nichts. Aber ich glaube, in der Mine hatten wir nichts vergessen. Da sind wir komplett durchgegangen. Da hatten wir, glaube ich, nichts vergessen. Nee, das ist aber schon mal ein bisschen schade, ne? Hier. Dass wir hier nichts haben jetzt. Ja, das wäre dann der nächste Punkt, wäre dann hier oben. War das die Geschichte? Oh. So, warte mal, wo haben wir denn angefangen? War hier die Werkstatt? Bin mir so unsicher. Oder war die hier irgendwo? Vielleicht war die auch hier. Ja, wir werden hier zum nächsten Punkt müssen. Aber wenn ich so auf die Uhr gucke, werden wir das in der nächsten Folge machen müssen. Und nicht jetzt. Ganz ehrlich. Das wird, glaube ich, nichts.
Ja, das heißt, ich gehe hier jetzt erstmal in Ruhe schlafen. Aber wisst ihr was, das machen wir jetzt. Und dann werden wir in der nächsten Folge mal gucken, wie das hier weitergeht, wo ich weiter als nächstes gucke. Und dann, ja, wünsche ich euch schon mal einen schönen Tag noch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.